It smells like fire. Genau, Drunken Observer, es riecht so, als würde hier einer eine Bong rauchen. Nee, Quatsch, doch keine Bong. Feuer machen. Na egal, guckt mal hier. Die Stützwände der Grube, Anna. Jetzt muss ich nur gucken, ob es der Teil ist, wo auch der Stollen ist. Aber ich meinte, ja, und dass es nicht der Teil ist, wo das Betriebsgelände war. Scholz, der war nix. Darauf trinke ich nochmal. Hier ist so wieder sowas wie eine Rampe, die dann genau hier auf die Stützwände führt. Das hier ist ja auch der kleine See, der eingezeichnet war. Was ist der See? Oh. Oh, deswegen auch der See, Leute, da ist ein Stolleneingang. Derb. Und mit großem Wasserausfluss. Wow. Das ist dieser kleine See, der auf der Karte eingezeichnet ist. Und da hinten ist noch irgendwas. Oder ob das bloß ein Drainagetunnel ist. Das ist Tunnel wahrscheinlich. Da müsste irgendwo so Rohr die Straße rüber sein, also gehen. Ja. So. Ja, das ist. Der Grenzstein hier, ne? Das stimmt, ja. Guck, da vorne haben wir auch wieder einen Grenzstein. Ja. Upsi. Heftig, jetzt gehe ich aber erstmal pissen. Oh, guckt euch mal die massiven Basaltblöcke hier an. Das sind Basaltsteine hier. Wow. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Runter an den Stollen oder hier oben hoch. Ich muss erstmal pissen. Ja, jetzt habe ich natürlich beide Hände voll. Hier ist die Flaschbier, hier ist die Kamera. Womit soll ich jetzt den Spatz rausholen? Na egal, ich schalte die Kamera mal ab, liebe Leute. Ey, Leute, wie ich es gesagt habe, da hinten, ich weiß nicht, da hat irgendeiner die Scheiße angesteckt. Deswegen riecht es hier so. Kann auch niemand dabei stehen sehen. Na ja, gut, da wird wohl nichts brennen. Aber guck mal hier. Das sieht heftig aus. Auch das werden wir gleich erforschen. Hier ist eingebrochen mit zum Rohr. Das war bestimmt auch ein Stollen. Aber ich werde erstmal einen Kameraden holen, der da unten bei dem anderen Stollen schon ist. Ah, ne, da ist er. Wo? Ich habe hier hinten mächtig was gefunden. Und ich weiß auch, was brennt. Guckt euch das an hier. Ja, das sind große. Hier ist der Teich. Der Teich. Oh, ja, mein Rohr. Ich habe direkt ein Rohr entdeckt. Das ist heftig. Da vorne ist noch ein Bunker. Da, ja. Der ist sogar offen. Guck mal, hier ist so ein Rohr. Ja, der scheint offen zu sein. Also man kann da reingucken, zumindest so richtig groß. Da oben über den Dings, na, über den Eingang, da ist noch altes Kabel. Ja, da hier, da kommt der Rauch. Genau. Hast du auch schon gesehen? Genau, richtig. Da haben sie den Haufen da an. Das ganze Wasser, das kommt aus der Grube raus, aus gell? Aus der Grube, genau. Ja. Da
kannst du schon sehen, wie das Ding raus, also fließt so. Sozusagen, das bewegt sich richtig schön. Wollen wir uns zuerst das angucken oder zuerst das da hinten? Ja, gucken wir uns das hier an. Mensch, wie heftig. Das mit dem Rohr ist natürlich heftig hier. Hier unten kommt nichts heraus. Das ist natürlich krass. Das liegt nicht hier einfach nur, das ist fest. Das geht hier tief in die Erde rein. Ja. Also wie gesagt, hier, wir sind jetzt an der Grubenanlage Anna gewesen. Ich weiß zumindest von einem Stollen. Ich weiß von der, die haben hier Strom produziert, ein paar Jahre lang. Scholz, seht, selbst mein Magen ist aufgeregt ohne Ende. Und es ist unglaublich, gell? Das ist wirklich unglaublich. Drunken Observer sagt auch mal was. Holy crap, man, what shall I see, man? I'm drunk, got no fucking one and a half liters of beer. So what's up, man? Slack it, man. You know, I'm excited too, man. Don't have any words to describe that shit. It's okay, Drunken Observer. Wir gucken jetzt mal in dieses Ding da rein. So, ich bin jetzt hier bei diesem Teil an der Nahansicht. Wie man sieht an den Stützwänden schon sehen kann, hier ist ein bisschen was rausgebrochen. Das hier war die Decke davon, wo wir es schon immer haben. So ein Rohr war auch da drin. Jetzt ist nur folgende Problematik. Wenn wir jetzt gleich da reingucken werden, werdet ihr sehen, das geht nicht weit. Oh, holy machine. Oh, scheiße, echt. Na also. So. Unten liegt einfach nur Müll drin. Ja. Ja. Da oben war wohl wieder mal ein Rohr, noch ein Rohr drin. Werden wir uns gleich von oben angucken. Ja. Vielleicht war es auch ein Schacht, der dann wieder zugeschüttet worden ist. So wie wir den damals, als wir auf dem Weg zu Grubel Wrangel waren, in der einen Folge gesehen hatten. Ja, hier sieht man, das rostet dann schon. Das wird der nächste Block sein, der runterkommt. In ein paar Wintern, nach ein paar Wintern. Ohne Maschinen. Ja, ich kletter mal wieder hier runter. Ja, mein Kollege hat hier oben was entdeckt. Schon mal seltsam hier. Ja, was hast du denn gesehen? Komm mal rüber, aber vorsichtig. Hörst du was? Hörst du was? Boah. Boah. Tja, leider ist das Ding voll mit Wasser. Immer rüber. Lass einfach still bleiben. Das ist auch wie das tropft. Echt? Das ist ja geil. Boah, das geht ja hinten noch richtig weiter. Ja. Das geht ja hinten richtig weiter. Auch hier ein bisschen noch.
Oh, wie derb. Jetzt habe ich die Kamera da, wo man auch richtig was sehen kann. Das geht anscheinend noch ordentlich weiter. Und, kannst du was erkennen? Ja. Weißt du was? Das kann man ein bisschen vielleicht mal runtersteigen. Ich mit meiner Hüfte? Ja, ich mach das. Okay. So, mein Kumpel Sergej ist ein Hard Motherfucker. Der steigt jetzt natürlich da runter. Wie immer irgendwelche Pederasse lassen Müll hier. Nein, das gibt's doch nicht. Die sollen Geld hier lassen, Kelle. Boah, das ist ja wie ein Bunker, ey. Na, krass. Willst du weiter filmen? Das geht weiter, ja, gleich. Hab ich ja gesagt. Ja, genau, guck erst mal. Mensch, Leute, ich glaube, das ist die interessanteste Folge bisher. Dann gib mal die Kamera. Häng mal erstmal hier rein. Schnaufen. Ja, Kamera läuft bereits. Einfach nur filmen. Geil. Brauchst du meine Taschenlampe auch noch? Warte, ich brauche dir noch Licht mit meiner auch noch. Dann haben wir noch mehr Licht. Das ist wie ein Raum. Säulen. Aber ganz schön mächtig, die Säulen. Kann man sogar schön durchlaufen. Also habe ich da richtig gesehen, dass da hinten noch ein Gang sein muss? Da, also kein Gang. Also ich kann keinen Gang erkennen. Aber man könnte eventuell hier entlang so rund laufen, weißt du? Da muss man sich halt aber schön festhalten. Ach ja, ich sehe es, ja. Das geht komplett rundherum. Und natürlich, wenn man abrutscht, ist zwar nicht tief, aber man wird halt nass. Ja, wie gesagt, das sind die Aktionen, die wir im Sommer machen müssen. Könnte man machen, ja. Wenn ich im Sommer nasse Füße habe, ist mir das egal. Die stinken auch im Sommer noch mehr. Aber im Winter sind kalte Füße blöd, nasse Füße blöd. Interessant. Ja, also wenn das jetzt hier ein Stollen sein würde, hätten wir ja noch mehr gesehen, dass es weitergeht. Vielleicht ist es nur, keine Ahnung, das wird so weit sein, wie hier diese Grundmauern sind. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, im Sommer sind wir da drinnen. Hoffentlich haben die das nicht bis zum Sommer zugemacht. Die Bastarde. Und die? Hurensöhne. Ja, stimmt. Gut. Ja, hier sehen wir das Bauwerk nochmal von unten. Wenn auch nicht ganz so gut. Aber wie man sieht, sind doch die Außenkanten mit Backsteine. Scholz. Ja, siehst du, es ist gemauert mit Backstein von außen. Sehr interessant. Yeah.